Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge über den Aufbau meiner Modelleisenbahnanlage. Hier seht ihr einen Schwenk über die alte Anlage, wie ihr vielleicht wisst oder auch nicht wisst, die habe ich verkauft und habe nur die zwei Austauschmodule behalten, die ich als letztes gebaut habe. Also das Modul mit der Häuserzeile und das andere Modul mit den Heißluftballons. Hier seht ihr jetzt nochmal einen Schwenk über die alte Anlage, sozusagen als Erinnerung. Und ich habe jetzt vor, eine neue Anlage zu bauen und die beiden Module, die ich behalten habe, das sind praktisch die ersten Module von meiner neuen Anlage. Ideen für eine neue Anlage habe ich jede Menge. Das ist vielleicht auch der Grund, warum ich die alte Anlage verkauft habe, denn wenn ich alle Module austauschen wollte, müsste ich die ja irgendwo unterbringen und so viel Platz habe ich leider nicht zur Verfügung. Anfangen werde ich mit dem kleinen Bahnhof. Dieser Bahnhof wird auch drei Bahnsteiggleise haben, ein paar Rangiergleise, ein Ausziehgleis und noch ein paar Besonderheiten, die ich jetzt noch nicht verraten will. Hier kommt auch gerade der kleine Bahnhof ins Bild. An dieser Stelle wird auch der neue kleine Bahnhof entstehen. Es wird ja wieder eine Modulanlage, allerdings habe ich die Größe der Module ein bisschen verändert. Und zwar ist die maximale Breite jetzt 60 cm und die maximale Länge 1,20 m. Das hat einen großen Vorteil, ich muss weniger Schienen zerteilen und ich habe weniger Steckverbindungen. Angefangen habe ich mit dem Aufzeichnen von Gleisplänen für den neuen Bahnhof. Ich verwende ja keine Schablone, ich mache alles frei Hand. Und nachdem ich wusste, wie groß die Module sind, konnte ich ungefähr einschätzen, wie viel Platz ich für die Bahnhofsgleise zur Verfügung habe. Lediglich zwei Vorgaben habe ich mir gemacht. Zum einen die Länge des Bahnsteiggleises. Hier sollte mindestens eine Diesellok und drei Dostowagen ranpassen. Und vorne dran und hinten dran sollte ein bisschen Platz sein. Die zweite Vorgabe ist, der ganze Bahnhof muss ohne Kreuzungsweichen auskommen, denn mit diesen Kreuzungsweichen habe ich so meine Probleme. Nach ein paar Versuchen hatte ich dann meinen Gleisplan zusammen und der Bahnhof wird drei Bahnsteiggleise haben, drei Rangiergleise und ein Ausziehgleis. Das ist so ähnlich wie der alte Bahnhof, allerdings ist die Anordnung der Weichen anders, er kommt ohne Kreuzungsweichen aus und der Rangierbahnhof wird neu gestaltet. Dann ist noch geplant, dass auf dem Modul ein Bahnhofsgebäude, ein Stellwerk, eine Lagerhalle, der Bahnsteig logischerweise und ein Portalkran stehen soll. Dann gibt es noch zwei Besonderheiten, die ich jetzt hier nicht verraten will, das seht ihr dann später. Soweit ist es mal bis hierhin geplant und ich mache jetzt als nächstes weiter mit dem Aufbau von Modulen. Hier seht ihr das Modul mit der Häuserzeile, das ist eines von den beiden Modulen, die ich mir aufgehoben habe. Und an dieses Modul kommt das neue Modul mit dem Bahnhof dran. Das erste, was ich jetzt machen muss, ist eine Verbindungsplatte, damit ich das neue Modul an dieses Modul dran schrauben kann. An dieser Seite soll das Brett angeschraubt werden und dafür stelle ich das Modul hochkant. Jetzt gehe ich hin und entferne die Fixierstifte und an deren Stelle werden Löcher gebohrt. Hier sieht man die Fixierstifte. Und nachdem ich diese Stifte entfernt habe, nehme ich mir hier ein passendes Brett. Das Brett ist aus MDF, 16 mm stark. Das wird jetzt auf das Modul aufgelegt, ausgerichtet und anschließend mit Schraubzwingen fixiert. Um das Brett mit dem Modul verschrauben zu können, brauche ich natürlich noch ein paar Löcher. Jetzt, wo das Brett mit den Schraubzwingen fixiert ist, nehme ich mir ein paar passende Schrauben und drehe die von unten durch die Gewindehülsen durch, sodass die Schrauben einen Abdruck auf dem neuen Brett hinterlassen. Dann habe ich genau die Stellen, an denen ich Löcher bohren muss. Mit der Ratsche wird jetzt die Schraube richtig fest angezogen, so weit wie es geht, dann wieder gelöst und wieder angezogen, immer so ein bisschen im Wechsel und auf die Weise wird auf dem neuen Brett ein deutlicher Abdruck der Schraube hinterlassen. So, jetzt werden die Schrauben wieder entfernt.
Jetzt, nachdem ich alle drei Schrauben einmal komplett durchgedreht habe, soweit wie es ging, kann ich die Schraubzwingen wieder entfernen. Und wenn ich das Brett jetzt rumdrehe, seht ihr hier die drei Abdrücke von den Schrauben. Und dort werden jetzt 6 mm Löcher gebohrt. Nachdem die Löcher gebohrt sind, sieht das Brett so aus. Nach dem Bohren bin ich hingegangen, habe die Oberfläche nochmal glatt geschliffen. Jetzt wird das Brett hier aufgelegt und werden von oben durch das neue Brett die Schrauben eingedreht. Und wenn alles richtig ausgerichtet war, sollte das Brett jetzt hundertprozentig auf dieses Modul passen. Das sieht gut aus. Nach dem Zusammenschrauben passen die Seiten, die Kanten wunderbar übereinander und was jetzt noch fehlt, sind die Fixierstifte. Ihr erinnert euch, am Anfang habe ich die Fixierstifte abgesägt und dann Löcher gebohrt und an deren Stelle muss ich jetzt wiederum Löcher bohren und zwar in das neue Brett und dann werden dort Rundhölzer eingeführt und festgeklebt. Mittlerweile ist mein Verbindungsbrett komplett fertig. Ich habe also die drei Löcher für die drei Verbindungsschrauben, dann zwei Löcher für die Fixierstifte und dann habe ich noch zwei große Löcher ausgesägt. Noch eine Info zu den Fixierstiften. Wer sich gefragt hat, für was die gut sind, die erleichtern später das Zusammensetzen der Module. Denn durch diese Fixierstifte können die Module weder nach links, rechts oder nach oben und unten sich verschieben und so ist es leichter, die Schrauben einzudrehen. Als nächstes baue ich den Rahmen für das neue Modul zusammen und dafür wird dieses Verbindungsbrett mit den Seitenbrettern verbunden. Zum Verbinden nehme ich Winkelschraubzwingen oder Winkelspanner und danach werden die Bretter miteinander verschraubt. Hier bin ich jetzt gerade beim Ausmessen und beim Aufzeichnen. Ich habe mir von der Außenkante 8 mm angezeichnet, dort eine Linie gezogen. 8 mm deswegen, weil das Brett 16 mm stark ist und so die Bohrlöcher genau in der Mitte sitzen. Dann werden von der Oberkante und von der Unterkante nochmal 3 cm abgemessen und dort kommen dann die Bohrlöcher hin. Zum Vorbohren verwende ich einen 2,5 mm Bohrer, danach werden die Löcher gesenkt und dann kann ich die Schrauben eindrehen. Die Schrauben, die ich verwende, sind Spax-Schrauben, 4 mm im Durchmesser und 35 mm lang. Das Teil hier mit dem orangenen Griff, das ist der Senker und ich senke die Löcher so weit, dass die Schrauben ca. 1 mm tiefer im Holz sitzen als nötig. Auf die Weise kann ich später noch Holzspachtel drüber streichen, sodass die Schrauben nicht mehr zu sehen sind. So, die ersten beiden Schrauben sind eingedreht. Jetzt kann ich die Winkelschraubzwingen bzw. die Winkelspanner wieder entfernen. Und dann mache ich dasselbe auf der anderen Seite von dieser Verbindungsplatte. Und nachdem auch dort die beiden Schrauben eingedreht sind, werden auf der Innenseite noch Zierhölzer verklebt. Das sind solche dreieckigen Hölzer und die sollen das Ganze noch ein bisschen stabilisieren. Ob ihr jetzt dreieckige oder viereckige Hölzer nehmt oder ob ihr Restholz verwendet, das ist ganz egal. Später wird man davon eh nichts mehr sehen, außer man guckt unter das Modul. Und außerdem sollen diese Hölzer ja nur diese Ecken stabilisieren. Als nächstes trage ich Holzleim auf meinen Rahmen auf. Dort werden die Zierhölzer eingelegt und die werden dann mit Klammern fixiert. Hier könnt ihr sehen, dass ich das Modul schon fast fertig aufgebaut habe. Ich habe also den kompletten Rahmen aufgebaut, habe eine zweite Verbindungsplatte gemacht, die Deckplatte aufgeschraubt, habe dann die Deckplatte zugeschnitten. Wie ihr seht, ist die auf der einen Seite schmaler wie auf der anderen Seite. Und diese schmale Seite, die grenzt an das Modul mit der Häuserzeile. Und das ist an der Seite 42 cm breit. Der Bahnhof soll insgesamt 60 cm breit sein. Deswegen diese Verjüngung auf der einen Seite. Und dieses seht ihr jetzt hier. Ich habe das Modul mit der Häuserzeile mal an mein neues Modul rangeschoben und jetzt seht ihr, warum das schmaler sein muss auf der Seite. Dann habe ich auf der rechten Seite noch ein Stück ausgeschnitten und an dieser Seite muss ich jetzt noch die Rückseite, die Innenseite fertig machen. Und diese Lücke werde ich mit einer Hartfaserplatte schließen, die ich von hinten gegen das Modul klebe.
Hier habe ich diese Hartfaserplatte, die ist 4 mm stark und jetzt zeichne ich mir an, wie lang das Brettchen sein muss, das ich brauche. Hier habe ich diese Markierung, das Brett muss ich jetzt zuschneiden. Hier ist meine zugeschnittene Hartfaserplatte und wie euch auffällt, die Hartfaserplatte ist gerade, während die Lücke am Modul einen Bogen macht. Würde ich dieses Holzbrettchen jetzt mit Gewalt da hinten dran schrauben, würde es wahrscheinlich brechen. Deswegen nehme ich mir einen Eimer Wasser, lege dort meine Hartfaserplatte rein, die wird dann ca. 2 Stunden da drin liegen. Danach hat sie sich mit Wasser vollgesogen und die Fasern werden dann weich. Danach lässt sich diese Hartfaserplatte biegen. Und ich habe hier das Restholz, was ich aus der Moduloberfläche rausgeschnitten habe. Und über diese Kante habe ich mir jetzt diese Hartfaserplatte gelegt, habe sie mit Schraubzwingen fixiert und anschließend trocknen lassen. Nach dem Trocknen behält die Hartfaserplatte ihre Form bei. Und jetzt kann ich die, ohne dass sie bricht, von hinten gegen das Modul kleben. Hier seht ihr nochmal das Brett, das ich aus der Moduloberfläche rausgeschnitten habe und an dessen Kante ich die Hartfaserplatte gebogen habe. Um das Brettchen in die Lücke kleben zu können, wird das Modul jetzt auf den Kopf gestellt. So sieht mein Modul von unten aus. Hier habe ich das Brettchen und mit Holzlamm wird es jetzt eingeklebt. Und dazu wird als erstes ein bisschen Holzlamm auf die Kanten verteilt, einmal am Brettchen und einmal unter dem Modul. Und wie ihr sehen könnt, das Brettchen passt hier hundertprozentig in diese Lücke. Eingeklebt ist es jetzt, der Holzlamm muss jetzt als nächstes mal trocknen. Nachdem der Holzlamm getrocknet war, habe ich noch Holzspachtel verteilt. Überall dort, wo Schrauben waren, die ich abdecken will, habe ich Holzspachtel drüber gemacht. Auf dem Deckel und am Rand entlang und natürlich in diesem Bogen, in den ich das Brettchen angeklebt habe. Danach habe ich den Deckel geschliffen und überall dort, wo noch ein bisschen Holzspachtel gefehlt hat, wo noch eine kleine Lücke war, habe ich nochmal Holzspachtel nachgetragen. Dann werde ich als nächstes den Rand ausmessen und überall dort Markierungen machen, an denen ich Löcher aussägen will. Diese großen Löcher, die ich am Rand entlang mache, dienen nicht zur Gewichtsersparnis, das wäre hier nur minimal, sondern die sind dazu da, damit man das Modul später leichter wegtragen kann. Das ist übrigens ideal für diejenigen, die das Ganze auf einem Tisch oder auf dem Boden stellen. Dann braucht man nicht immer zu versuchen, mit den Fingern unter die Kante zu kommen, sondern man greift einfach in die Löcher und kann das Modul wegheben. Nach dem Aussägen von noch so ein paar Löchern widme ich mich wieder der Lücke, die ich hier gemacht habe. Und zwar habe ich hier als erstes einen Holzrahmen eingeklebt, der zur Vorderkante des Moduls ca. 2 mm Luft hat. Auf diesen Rahmen in diese Lücke kommt jetzt wieder eine Platte. Und zwar ist das das Stück, was ich vorher aus der Deckplatte rausgeschnitten habe. Das habe ich ein bisschen präpariert. Das seht ihr jetzt hier. Und wie ich das präpariert habe, das zeige ich euch jetzt nochmal. Dazu bin ich als erstes hingegangen und habe mit einem 10 mm Bohrer Löcher gebohrt. Und zwar Loch an Loch. Anschließend habe ich mir eine Raspel genommen und habe die Kanten ein bisschen geglättet. Danach habe ich die Oberfläche mit einem 80er Schleifpapier geschliffen. Und dann kommt über die ganze Fläche nochmal Holzspachtel. Wie ihr seht, ich habe die Tube mit dem Holzspachtel aufgeschnitten, weil man sonst an den Rest gar nicht rankommt und ihr glaubt gar nicht, wie viel übrig ist, was ihr sonst normal wegwerfen würdet. Ich werde jetzt den restlichen Holzspachtel hier noch verteilen, danach muss der erstmal trocknen und nach dem Trocknen wird das Ganze nochmal geschliffen. Nach dem Schleifen habe ich dieses Brettchen in das Modul eingeklebt, danach wurden die Kanten nochmal mit Holzspachtel bestrichen und dann nochmal geschliffen.
Dieses Modul ist jetzt soweit fertig, das bleibt jetzt erstmal so und ich mache mit dem zweiten Modul weiter. Der Aufbau von dem zweiten Modul ist ja genauso wie der vom ersten Modul. Ich habe also zuerst eine Verbindungsplatte gemacht, damit ich die beiden Module miteinander verschrauben kann. Und wie ihr hier seht, habe ich schon eine Seitenwand angeschraubt. Und jetzt gehe ich hin und verbinde die beiden Teile, also das fertige Modul mit dem angefangenen Rahmen. Als nächstes nehme ich mir die zweite Seitenwand des Rahmens, halte die an das fertige Modul ran, also hier vorne an diese Ecke, und dann muss ich mir dort eine Markierung machen, damit ich das Brett zuschneiden kann. Und danach kann ich den kompletten Rahmen zusammenbauen. Wie ich diesen Rahmen zusammenbaue und so weiter, das brauche ich euch ja nicht zeigen, das kennt ihr alles schon. Und hier seht ihr jetzt das fertig aufgebaute zweite Modul. Diese Lücke hier vorne, dieser Ausschnitt, das ist die Erweiterung von Modul 1 und der wird später noch bearbeitet. Hier hinten seht ihr noch das Modul 1. Ich stelle jetzt mal beide Module aneinander und die Gesamtlänge beider Module zusammen ist jetzt 2,20 Meter. Und als nächstes mache ich weiter mit dem Modul 2. Hier mit dieser Lücke, mit diesem Ausschnitt, den ich in dem Modul habe. An dieser Stelle soll mit Hilfe von Styrodurplatten das Gelände gestaltet werden. Und dazu messe ich als erstes diese Lücke aus und anschließend schaue ich, welche Reststücke da reinpassen. Die werden dann grob zugeschnitten, dann werden die ganzen Einzelteile aufeinander gestapelt, so weit bis es passt. Und anschließend kann ich die Styrodurplatten dann festkleben. An dieser Stelle soll eine Schräge entstehen, die von der Oberkante des Moduls bis runter auf den Boden dieser Vertiefung geht. Und damit das nicht so abrupt endet, wird noch ein kleiner Hügel entstehen. Und jetzt, nachdem der Kleber trocken ist, kann ich diese Styrodurplatten zuschneiden. Und wie immer wird als erstes mit einem Cuttermesser grob zugeschnitten und danach kann ich mit einer Raspel nochmal die Kanten glätten. Soweit habe ich alles grob zugeschnitten. Hier bin ich gerade dabei, noch ein kleines Stück einzufassen. Das wird dann auch noch aufgeklebt und anschließend wird alles nochmal mit einer Raspel bearbeitet. Nachdem ich die Platten mit dem Cuttermesser und mit einer Raspel bearbeitet habe, sieht das Ganze so aus. Jetzt werde ich mit der Raspel noch ein bisschen die Kanten von dem Modul, von der Ecke hier wegschleifen und anschließend wird das Ganze dann mit Holzspachtel überzogen. Wegen der großen Fläche und den vielen Ecken und Kanten muss ich das Ganze in mehreren Schichten auftragen, denn wenn man den Holzspachtel zu dick aufträgt, dann dauert es viel zu lang, bis der trocken ist. Und hier seht ihr mal das vorläufige Ergebnis. Später wird wohl noch eine Schicht drüber kommen, besonders an der Stelle, wo diese Schräge ist, die hier runterführt in diese Vertiefung. So, dann werde ich jetzt etwas Vorarbeit leisten und zwar werde ich am Modul 2 hier an dieser Seite noch eine Verbindungsplatte dran bauen für das nächste Modul. Denn das hier ist die Ecke von meiner Anlage und hier macht die Modellbahn einen 90 Grad Knick. Bei meiner alten Anlage bin ich ja so vorgegangen, dass ich jede Ecke einzeln gebaut habe und jedes der Module hatte damals die Maße 60 x 60 cm und hier ist sozusagen die Ecke mit in dem geraden Stück integriert. Wenn ihr euch erinnert, die alten Maße waren maximal 60 cm lang und 42 cm breit. Und die neuen Maße von meiner Anlage sind 1,20 m lang und 60 cm breit. Ich habe also immer zwei Module zu einem zusammengefasst. Und deswegen ist bei diesem Modul 2 hier die Ecke praktisch integriert.
Hier bin ich gerade dabei, 10 mm Löcher zu bohren, insgesamt 3 Stück. Nach dem Bohren wird die Oberfläche nochmal geschliffen, damit alles schön glatt ist. Anschließend werden die Späne weggesaugt und dann kommt in jedes Loch eine Gewindehülse. Hier seht ihr jetzt, alle drei Gewindehülsen sind eingeschraubt. Jetzt nehme ich mir dieses Brett hier, das wird mit Schraubzwingen auf dem Modul 2 befestigt, dann werden von unten die Schrauben durchgedreht, sodass es einen Abdruck hinterlässt. Anschließend werden dort 6 mm Löcher gebohrt, dann kommen noch die Fixierstifte hin und so weiter und so fort. Also so wie ich das immer mache. Nachdem ich mit meiner Verbindungsplatte fertig war, habe ich alle Module aufgestellt. Das seht ihr jetzt hier. Auf der rechten Seite ist das Modul mit der Häuserzeile, das Modul, was schon fertig ist. Dann kommt das Modul 1 und daneben das Modul 2. Und hier ganz hinten sieht man diese Verbindungsplatte, die ich eben noch gebaut habe. Und daran kann ich demnächst das neue Modul dran bauen. Diese beiden Module werden jetzt erstmal so bleiben. Ich habe jetzt hier eine Gesamtlänge von 2,20 m. Und jetzt, wo die beiden Module so vor mir liegen, werde ich meinen Gleisplan nochmal überarbeiten, denn jetzt habe ich eine bessere Übersicht über den Platz, den ich zur Verfügung habe. Für das Überarbeiten nehme ich meinen ersten Plan, den ich gezeichnet habe, und darauf werde ich dann aufbauen. Viel verändern wird sich wenig, vielleicht werde ich hier und da eine Weiche anders positionieren und eventuell habe ich noch eine Idee fürs Gleis 1. Naja, der Platz ist eben begrenzt und die drei Gleise von dem schon fertigen Modul mit der Häuserzeile, die muss ich ja übernehmen, da muss ich ja weiter ansetzen. Von daher habe ich nicht viele Möglichkeiten, aber ich will den Plan so gestalten, dass man möglichst viel rangieren kann. Damit nicht nur die Züge fahren, sondern damit man in den Bahnhöfen auch was zu tun hat. So, mein Gleisplan steht, mal wieder, und anfangen werde ich hier mit diesem Teil, und das ist der Bereich, der an das schon fertige Modul mit der Häuserzeile grenzt. Dann werde ich als nächstes die Gleise auflegen, und zwar so, wie ich es im Plan aufgezeichnet habe. Und jetzt muss ich berücksichtigen, dass ich an der Modulkante, also dort, wo die beiden Module aneinander stoßen, mindestens einen Abstand von 30 bis 50 mm lasse. Das heißt Abstand für die erste Weiche, denn zum einen ist der Rahmen 16 mm stark und zum anderen muss ich ja noch die Weichenantriebe mit einplanen. Ich sehe schon mein Vorhaben, die Bahnsteiggleise 70 cm lang zu machen und gleichzeitig die Kreuzungsweichen wegzulassen, das wird schwierig. Ich habe zwar 2,20 m Modullänge zur Verfügung, aber zum einen muss ich auf der einen Seite den Radius abrechnen, den die Kurve einnimmt. Zum anderen habe ich auf der anderen Seite an der Modulkante die 50 mm, die ich Luft lassen muss. Und durch das Weglassen der Kreuzungsweichen muss ich ja zwei normale Weichen einbauen, also pro Kreuzungsweiche zwei normale Weichen. Das sind dann nochmal ca. 10 cm pro weggelassene Kreuzungsweiche. Das wird ganz schön eng. Ich lege jetzt hier noch ein paar Gleise und Weichen auf und sage bis zum nächsten Mal. Ciao!